Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Willkommen zu meinem dritten Video hier auf meinem Kanal. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie wird man Pilot Teil 2? Also, ihr habt euch beworben, ihr wurde von einer Airline oder von einer Akademie angenommen. Aber was kann ich jetzt erwarten? Diese Frage beantworten wir in Kürze. Auf jeden Fall erstmal Gratulation, dass ihr das Interview und den Bewerbungsprozess erfolgreich absolviert habt. Es ist der erste große Schritt, um euren Traum zu verwirklichen. Also kann ich hier an dieser Stelle erstmal ganz herzlich gratulieren. Aber was könnt ihr jetzt direkt erwarten? Also es läuft wie jedes Training erstmal ab. Ihr habt erstmal die ersten paar Monate Schule. Bei mir lief die Schule genauso ab wie jede normale Schule. Du stehst morgens auf, gehst in die Schule und dir wird was beigebracht. Ihr müsst 14 Fächer absolvieren, die hier alle aufgelistet sind. Meine Akademie hat das so gehandelt, dass nach jedem Fach wir eine Prüfung in der Schule erst absolvieren müssen, bevor wir zu den offiziellen Prüfungen gehen können. Die offiziellen Prüfungen sind auch nochmal alle 14. Ihr müsst alle 14 Fächer mit mindestens 75% bestehen. Es klingt viel, weil ihr so gesagt 28 Prüfungen absolvieren müsst. Aber am Ende, da ist es euer Traum, den ihr gerne verwirklichen wollt. Und ihr werdet das Problem haben, dass ihr auf einmal in einem Tief seid und alles hinschmeißen wollt, weil es einfach nicht mehr geht. Aber an dieser Stelle müsst ihr einfach denken, boah, wenn ich das alles absolviert habe, dann komme ich zu Teil 2 meines Pilotentrainings. Und Teil 2 ist einfach die beste Erfahrung, die ihr machen könnt. Im Hintergrund blende ich ein paar Videos ein von meinen persönlichen Flügen. Auf jeden Fall müsst ihr als erstes VFA-Flüge machen. Was sind VFA-Flüge? VFA-Flüge sind Flüge nach Sichtflugregeln. Heißt, ihr habt eine Karte vor euch und ihr folgt in der Karte und einem Kompass. Wie ihr euch direkt auf einen Flug vorbereitet, werde ich in einem anderen Video erklären. Ihr folgt einer Linie und fliegt einfach quer übers Land. Warum? Weil Sichtflugregeln ist die Basis vom Fliegen. Es ist wie beim Autofahren. Ihr fahrt von zu Hause los und folgt den Schildern bis zu eurem Zielort. Das ist eine der grundlegenden Sachen in der Luftfahrt. Lernt ihr euer Flugzeug besser kennen, wie sich euer Flugzeug verhält. Ihr erlernt Basiswissen über das Fliegen und Wissen über Navigation. Nachdem ihr die Sichtflugregeln bei Tag absolviert habt, habt ihr noch ein paar Stunden bei Nacht. Nachdem ihr die Sichtflugregeln absolviert habt, müsst ihr in den Simulator gehen. Das nennt sich alles FNPT. Im FNPT werdet ihr die grundlegenden Sachen des IFR-Fluges kennenlernen. Was heißt jetzt IFR? IFR heißt Instrumental Flight Rules. Also, ihr werdet nicht mehr so oft nach draußen gucken, sondern ihr konzentriert euch nur auf die Systeme im Cockpit. Rein theoretisch folgt ihr einfach einer Linie, die euch gezeichnet wird. Einer Linie zu folgen, das kann jeder. Was ihr aber lernen müsst, alle verschiedenen Systeme gleichzeitig zu benutzen. Dies ist sehr schwer am Anfang, aber Übung macht den Meister. Mein erster Flug nach IFA-Flugregeln war auch sehr schwer und anspruchsvoll. Nachdem ihr alles abgeschlossen habt, müsst ihr einen MCC-Kurs machen. Ein MCC-Kurs heißt, das ist einfach nur ein Kurs, wo ihr lernt, wie man sich den Job im Cockpit teilt. Also zwischen Kapitän und Erster Offizier. Das ist ein 2 Wochen Kurs. Ihr müsst keine Prüfung bestehen oder sonst noch irgendwas. Es ist sehr einfach gehalten. Nach dem MCC-Kurs bekommt ihr dann euren Pilotenschein. Mit diesem Pilotenschein könnt ihr dann zu einer Airline gehen und das Type Rating bestehen. Was ist jetzt ein Type Rating? Ein Type Rating ist ein Kurs, eine Ausbildung zu einem bestimmten Flugzeug. Also wenn ihr euch dazu entschieden habt, A320 zu fliegen, bekommt ihr ein Type Rating für den A320. In diesem Kurs lernt ihr alles über dieses Flugzeug. Es ist zu vergleichen wie, ihr macht einen Führerschein. Am Anfang habt ihr einen Führerschein für ein Moped.
Wollt ihr aber ein größeres Flugzeug fliegen, heißt ein größeres Auto fahren, müsst ihr einen speziellen Kurs absolvieren und Fahrstunden nehmen. So ist das auch in der Luftfahrt. Ihr fangt mit einem kleinen Flugzeug an und müsst dann einen Kurs machen bzw. Flugstunden mit einem größeren Flugzeug. Das war ein sehr kurzes Video darüber, was euch so in der Pilotenausbildung erwartet. Wenn ihr längere Erklärungsvideos zu diesem Thema haben wollt, schreibt es mir in die Kommentare und ich werde euch dieses Teilthema nochmal ganz exakt und ausgiebig erklären. Vielen Dank fürs Anschauen. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Abonniert bitte diesen Kanal, hilft mir damit und wir sehen uns das nächste Mal. Auf Wiedersehen. She got the perfect imperfections. I know this girl depicts a blessing. I feel the need to tell the whole world, 'cause I know some girls who missed the message. I wish to keep it going just us. I wish these nosy hoes were just such. I got dreams to share just with you. You and I got that golden touch. You got like the perfect flaws. You look like you deserve it all. I can see.